So, hier haben wir die Treppe. Dann gehen wir wieder mal hoch. Und schauen uns mal an, wo wir noch was finden. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Okay. Hier ist wirklich voll gammelig. Was haben wir hier drunter? Ah. Okay. Hier gibt's nichts. Auch in den Büchern und so kann ich nicht schmökern. Also gehen wir wahrscheinlich weiter hoch. Boah, ich hänge hier fest. Ich kann mit der blöden Lampe leider nicht laufen. Falls ihr euch fragt, warum ich so gemütlich dahin schlender. Hier hinten ist noch was. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Okay. Was ist, also hier haben die sich quasi niedergelassen und dann sind sie überfallen worden und hier alle gestorben. Und wir sehen uns jetzt ihre, ja, wie sie ums Leben gekommen sind, sehen wir uns jetzt um. Und ich schätze mal, sobald wir ganz oben sind, werden wir auch alles wissen dann. Wie hoch sind wir schon? Ja, ein bisschen. Ein bisschen höher sind wir ja schon. Dann. Ach, in diesem Zimmer war ich noch nicht. Boah, voll gruselig. Ich höre ja da und irgendwelche Sachen. Ein Schema. Ein skellige Gambison. Oh. Oh, ob der gut ist? Muss ich gleich mal nachschauen. Also, Gambesons sind ja immer die Oberteile. Hier, skellige Gambeson. Für Stufe 2. Oh. Und ich dachte, das ist voll was Cooles. Ach, die soll uns den Weg zeigen. Oha, also hier will ich nicht runterfallen, das weiß ich jetzt schon. Wow. Wie es hier knarzt. Ach du Scheiße. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben? Boah, Kara. Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. So. Wir suchen einen Aufstieg, okay. Hier, benutzen. Was passiert jetzt?
Hört ihr das Weinen? Bin ich doof oder was? Ach, hier oben. Hier oben scheint was zu sein. Hier oben ist was. Seht ihr das? Aber wie komme ich da hin? Ach, hier hinten. Okay. Hier sehen wir einen Abdruck. 1. Zwei. Oh, cool, eine Geheimtür. Ach, das Weinen macht mich voll fertig gerade. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Oha, so, wo ist die Dame? Oh oh. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte, wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Oh Mann, sie wurde vergiftet. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Oh, verdammt. Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte, sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten
hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Oh Gott. Oh Mann, das arme Ding. Ganz im Ernst. Och. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Oh warum Gott, du mich ich glaube, so? Sie ist das Monster. Du bist Monster. Doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Ich glaube, sie hat was damit zu tun. Und ich glaube auch, wir müssen gegen sie kämpfen dann. Sie ist irgendwie tut sie mir voll leid, aber ich glaube, die hat so eine Wut in sich. Okay, mal schauen, wie es weitergeht. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich vertraue dir nicht. Ihr Hass ist der Grund für den Fluch und ich glaube, sie will sich nur an Graham rächen. Und wahrscheinlich fragt sie dann, ob wir ihn nicht herbringen können, um den Fluch zu brechen. Und dann stirbt er, weil sie ihn töten will. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Ich glaube nicht, dass wir der trauen können, ehrlich gesagt.
Ich denke, die ist die Böse. Und wenn wir die Gebeine jetzt zu Graham bringen, das ist das, warum sie dann nicht mehr im Turm eingesperrt ist. Und dann wäre sie frei und dann könnte sie umherziehen und alles vernichten, was sie will. Schauen wir uns noch etwas um. Ich hoffe wirklich, dass ich helfen kann. Aber erst muss ich mich etwas umsehen. Wozu denn? Hier gibt es nichts. Nur Knochen und Ratten. Lass mich nicht wieder allein. Ich komme wieder. Verlass dich drauf. Na gut, aber komm bald. Lass mich nicht warten. Annabelle. Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 1. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist Serat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Mardi Sodergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind, geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Allein. Alle haben mich verlassen. Ja, jetzt lass mich hier mal die Runde schauen. Trankfiole. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Wo haben wir denn die... Ach, hier. Allein. Alle haben mich verlassen. Manche Dinge will man nicht sehen. Och, hier stehen alle rum. Diese, wie nennt man denn das? Wann hat dieser Albtraum ein Ende? So, und hier geht's dann, glaube ich, nochmal rauf. Zumindest haben wir hier eine Treppe. Allein. Alle haben mich verlassen. So, wir haben jetzt schon... Okay. Also wir sind jetzt ganz oben auf dem Turm. Und wie gesagt, die hat uns schon angelogen. Was das angeht, dass sie den Turm nicht verlassen kann, weil sie hat ja gesagt, sie steht am Ufer. Bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Ach, scheiße. Okay. Weil sie sagt ja, sie steht am Ufer und blickt hinüber ins Dorf und fragt sich, ob Graham noch an sie denkt. Also Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich traue der Bitch nicht. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Jetzt, weil jetzt mache ich dich fertig.